Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir unseren Epic Games Account mit unserem Switch Account bzw. Nintendo Konto verknüpfen können. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit mehr, sondern fangen direkt an. Als allererstes öffnen wir am besten einmal den Epic Games Launcher. Ihr könnt das rein theoretisch auch direkt über die Website machen. Ich lasse euch nämlich auch den Link zu der Website einmal ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn wir aber hier gerade schon beim Epic Games Launcher sind, dann klicken wir einfach mal oben rechts auf unser Profil und dann haben wir hier den Punkt Konto und auch dann kommen wir, wie gesagt, hier eben auf die Epic Games Website. Wie gesagt, den Link dazu lasse ich euch direkt in der Videobeschreibung. Dann sollten wir hier wahrscheinlich auch direkt in unseren Account eingeloggt sein. Falls nicht, dann meldet euch einmal kurz an. Und dann haben wir hier eben diese Kontoeinstellungen. Da gehen wir dann einmal links an der Seite etwas weiter runter zu dem Punkt Anwendungen und Konten. Gegebenenfalls müsst ihr dann hier einmal von Anwendungen noch zu Konten wechseln. Und dann sehen wir eben die ganzen verschiedenen Plattformen bzw. Dienste, die wir eben mit unserem Epic Games Account verbinden können. Und da sehen wir dann natürlich auch unser Nintendo-Konto. Was wir jetzt machen, ist, dass wir einmal auf Verbinde klicken und da müssen wir uns jetzt hier sozusagen einmal in unser Nintendo-Konto einloggen. Ihr gebt also ganz normal praktisch eure Anmeldedaten ein. Ihr habt ja wahrscheinlich schon einen Nintendo-Account. Dann klickt ihr hier auf Anmelden. Wie gesagt, da müsst ihr hier einfach nur einmal eure E-Mail-Adresse eingeben und euer Passwort. Da müsst ihr das Ganze wahrscheinlich nochmal bestätigen, dass ihr eben die zwei Dienste wirklich miteinander verbinden wollt und dann habt ihr das Ganze auch schon gemacht. So einfach können wir also unseren Epic Games Account mit unserem Nintendo Account verbinden. Wenn ich euch mit diesem Video etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!